Als du im Chortempel aufschlägst. Warte, ich muss doch die Klugheitsprobe würfeln. Es kann nur eine 20 werden. Ja. Schade. Als du im Chortempel einschlägst, kannst du sehen, wie neben dir Alvan von Unterlatissen aufschlägt, ebenso keucht, nach Luft ringt, sich an die Kehle fest und du merkst wohl, wie irgendwas in deinem Ohr kriecht. Okay, okay, okay. Isarun. Wofür? Aha. Wir sind da. Oh, du riechst ja furchtbar. Ja, es ist etwas blöd gelaufen. Wir sind eine Etage zu früh drunter rausgekommen. Wir können sehen, wie ein großer Tausendfüßler an Boltaks Ohr kriecht. Baut gerade aus ihm raus. Ich pack das nicht an. Ach, das schnell! Ein Fulminictus gegen Ungeziefer. Ja. Gegen so ein Riesenviech hilft so ein kleiner Welle auch nicht mehr. Ich pack den Tausendfüßler und zieh den Boltaks aus dem Ohr. Ja, ich halte Boltaks fest. Du ziehst und ziehst und ziehst und dann ist er raus. Boah. Oh, ist das widerlich. Oh, die Guck Stimme kenne ich doch. Isarun. Spart es euch. Egal, was ihr jetzt sagen wollt. Spart es euch. Sulamin, wieso... du könntest vielleicht unseren Herrn hier in seine neue Kleidung bugsieren. Er stinkt doch ein wenig. Oh. Natürlich. Wir bringen euch zu Hanswin. Ihr müsst dafür ein paar Tage, sagen wir, den Kopf unten halten. Würdest du dir diese Wunde einmal angucken? Ich habe mich an so einem Nagel aus diesem gesplitterten Berg geratscht. Und bin mir nicht sicher. Ich will da nur auf Nummer sicher gehen. Natürlich. Die Wunde hat sich schon geschlossen. Eine schwarze Narbe liegt darüber. Das ist kein gutes Zeichen. Weiß. Deshalb solltest du es dir ja angucken. Ich schmeiß dir mal eine Heilkunde Wunden und eine Magiekunde-Probe. Ja, Heilkunde Krankheit wäre auch eine gute Idee. Aber selbst mit Ableitung sollte das funktionieren. Passt also schon. Ja, was denke ich denn über diese Wunde? Ja, das kann sich definitiv weiterentwickeln. Wenn die Wunde so ein Eigenleben entwickelt hat, du kannst die Blutreste noch sehen, die noch nicht eingezogen sind, aber wenn da schon eine schwarze Narbe zurückbleibt, irgendwas hat er sich da wohl eingefangen. Den Dämon dazu kennst du nicht, könnte sehr wahrscheinlich ein Krankheitsdämon sein, der ihn jetzt mit seinen Geschenken beglückt. Kann ich die Domäne zuordnen? Mishkanawa. Also... Oha. Boltaks, das sieht nicht so gesund aus, muss ich ehrlich zugeben. Und was auch ungewöhnlich ist, ist, dass die Domäne nicht vom Schänder der Elemente ist. Oh, das ist wirklich problematisch. Hm. Damit hätte ich umgehen können, aber was ist es denn? Nun, die Herren der Krankheiten. Ist es ein Dämon oder ist es eine Krankheit? Ich würde vermuten, es ist tatsächlich eine Art Dämon. Welcher genau, kann ich allerdings nicht genau bestimmen. Ich kenne wohl einige, aber mir fällt im Moment kein spezifischer ein. Was meinst du, würde es funktionieren, wenn ich mir den Dämon aus dem Fleisch schneide mit meiner Bernsteinklinge? Nun, es scheint ein körperloser Dämon zu sein. Deswegen würde ich nicht darauf zählen, dass es wirken würde. Tatsächlich würde ich dich gerne in einem Piraine-Tempel für einige Tage lang sehen. Also können wir nicht abreisen? Gefährden wir Boltaks Leben, wenn... Ja, nicht nur sein Leben. Was, wenn dieser Krankheitsdämon sich irgendwie ausbreitet auf andere? Das ist richtig. Wir können keine Gefahr eingehen, den Krankheitsdämon jetzt frei grassieren zu lassen. Das wäre grob fahrlässig. Nun, es ist noch relativ wenig Zeit vergangen. Meine Empfehlung wäre wirklich, einen Tempel der Piraine aufzusuchen und dort erst einmal eine Weile zu bleiben. Drei Tage sollten eigentlich ausreichen. Oder wir holen einen Spezialisten der Schwarzen Gilde dazu. Auf der einen oder andere Weise können wir hier nicht lange verbleiben. Wir müssen abreisen. Ja, holt diesen Der Gerettete muss abreisen. Braucht er unseren Geleitschutz?
Er holt den Spezialisten. Und selbstverständlich braucht er den. Ja, natürlich. Wir müssen garantieren, dass er ankommt, sonst war das hier alles ja für nichts. Nun, ich könnte probieren, jemanden zu erreichen. Um die Uhrzeit wird es natürlich schwer. Schnell. Seid ihr sicher, dass ihr jemanden von der Schwarzen Gilde dazu holen wollt? Ja, wer kennt sich wohl mit Dämonen am besten aus? Nun ja, wer würde euch vielleicht als ein interessantes Studienobjekt ansehen? Nun. Es ist euer Bein. Wenn wir Glück haben, wird die Austreibung des Dämons interessant genug für die Person sein. Ja, das muss reichen. Frosty, fällt mir auf dem Weg nach Romilis irgendein Perine-Tempel ein, an dem wir ohnehin vorbeikommen? Also wo wir aber auch beim letzten Mal gesehen haben, dass der noch nicht irgendwie zerstört wurde von irgendwem? Also der Weg nach Romilis wären, ich glaube, 6 Tage, bin ich mir nicht ganz sicher. In Hardstain, das wäre die nächstgrößere Festung, ist wohl auch noch, steht wohl noch, da gibt es einen Schrein sicherlich, ob es in Hardstain selbst auch einen Tempel gibt, müsste ich gerade mal nachgucken. Hardstain. Ich meine, selbst wenn nicht in den umliegenden Dörfern würde irgendwann Perainer weiter aufzutreiben sein. Travia, Effert, Praios, Fex und Zar. Also kein Perainer-Tempel. Dann würde ich aber mir bitten, den Spezialisten zu holen. Im Zweifelsfall könnten wir Trondvik fragen. Ich denke, er ist geweihter inzwischen. Und wenn er fragt, wo diese Krankheit herkommt, wollt ihr ihn dann anlügen? Nun, ich würde ihn als Freund fragen. Ist egal, wen ihr holt, macht schnell. Der Mann da vorne sollte nicht mehr hier sein, wenn auch immer jemand kommt, um dir das Bein zu retten. Ja, ich würde auch vorschlagen, Rafim, du gehst mit Sulamin und vielleicht Yalan vor. Und ihr kehrt zurück in die Villa. Niemand wird sich wundern, wenn ihr in der Villa seid. Und ihr seid ein Gerode. Ihr seid durchs Erdreich gegangen. Was weiß ich, vielleicht wolltet ihr Sumu nahe sein. Das wollt ihr ohnehin immer. Also, naja. Wir werden euch folgen, wenn wir soweit sind. Mhm. Ich denke, wir werden euch einholen auf der Straße. Das denke ich auch. Nach Romilis. Mittlerweile könnt ihr wohl erkennen, wie unter der schwarzen Narbe ein bisschen Eiter rausläuft. Nimm mir zu, dass wir hier rauskommen, nicht, dass sich noch jemand ansteckt. Nun, Hef. Helf mir, ihn aufs Pferd zu setzen. Ja, ich reise Boltax auf sein Pferd. Bitte, und nur Dalatissen, kommt. Bitte, nehmt eure Kleider. Ach ja, danke. Ich packe noch Riesenhorn am Arm, bevor ich aus dem Raum gehe. Das habt ihr jetzt von der Zauberei. Dann gehe ich raus. Ja, ich denke mir dann meinen Teil und bitte die Herrin Hesinde darum, doch etwas von ihrer Weisheit meinem Gefährten Yalan zuteil werden zu lassen. Der Zug ist abgefahren. Ja, in die Villa, durch die Stadt oder aber direkt zur Akademie. Wollen wir nicht einen der Perine-Tempel in der Stadt aufsuchen? Ja, würde ich auch vorschlagen. Also wenn, dann direkt zu einem Perine-Tempel in der Stadt. Die stellen nur Fragen. Nun, Boltax, ihr seid ein Zwerg, ihr kraucht gern mal unter der Erde herum. Wir wissen alle, dass in der Erde Stücke von gesplitterten Berg sind. Wir wissen nicht, welche Art von Krankheit er hat. Wenn die ansteckend ist, dann wird er in Quarantäne gesteckt. Ja, das ist in Ordnung. Ihr kommt nicht hinaus. Er muss auf geweihten Boden. Ja, ich glaube auch, Isarun hat da recht. Vertraut mir einmal. Die Spezialisten können euch helfen. Sie kennen sich nicht aus mit der Materie, ihr nicht. Können Sie mir nicht auf geweihtem Boden helfen? Nein. Welcher Weg ist kürzer? Das weiß ich gar nicht. Also, ihr seid gerade am Chortempel, am Meilersgrund vorbei. Sind das nur wenige Meter zur Akademie der Schwarzen Künste? Wenn es nur wenige Meter sind, dann ist die Sache klar. Dann kommt. Ich würde das Pferd mal führen an einem Zügel und mich so schnell wie möglich zu Fuß zur Akademie begeben.
Ja, zu dieser Zeit ist die Schule hell erleuchtet und ihr könnt dann, Brafim ist dabei, Abelmir, Boltax, ne? Die anderen drei... Nee, Brafim ist nicht dabei. Isarun, Abelmir, Boltax. Ja, richtig, die Magier sind da. Richtig. Und die Gewalten sind mit dem Ex-Gefangenen unterwegs. Okay. Dann könnt ihr die Schule betreten und nach kurzem Herumfragen werdet ihr vorgelassen zu Saranya Klippstein, die dann hier in einem der Keller, Abelmir erinnert sich düster an die Obduktion des Brabaka Nekromantos. Und wenn ihr dann hier Platz nehmt auf einem der Leichenbahren, wo Boltax dann sein Bein einmal hochlegen kann, Saranya steckt sich ein Vergrößerungsgestell an die Augen und begutachtet das Ganze dann noch einmal. Ihr könnt sehen, wie sie dann einen Odem Arcanum wirkt, danach noch ein Oculus Astralis wirkt, das Ganze einmal analysiert. Das sieht mir ganz aus nach einem Bracco klar. Ja. Interessant. Ist es sehr schwer zu pentaramieren? Nein, ein niederer Dämon, der allerdings, wenn er sich materialisiert und aus dieser Wunde herauswächst, die klopft aber einmal auf die auf diese eitrige Wunde von Boltax, die auch ekelhaft pocht und wehtut, wenn sie gerade drauf drückt. Die Made zu exorzieren mag nicht das Problem sein. Das sollte schnell gelöst sein, eine halbe Stunde und dann. Aber wir sollten das doch früh angehen. Wann wurde die Verletzung kundig? Vor etwa 10 Minuten. Dann ist es gut, dass ihr direkt gekommen seid. Ja, ich habe auf meinen guten Freund Abelmir gehört und er hat euch empfohlen. Ja. Sie holt dann ein großes chirurgisches Messer hervor, die dich erinnern an das, was du in Elbow erkannt hast. Und sie fängt dann an, ohne Betäubung oder so, an der Narbe herumzuschneiden und die schwarze Stelle herauszufuhrwerken. Derweil, irgendwann legt sie dann das Ganze nieder, fängt mit einem großen Kreidestück herum, um den Tisch zu malen, verzeigt ziemlich viele zerjährte Runen ein, Glyphen und exorziert dann nach und nach, während sie dann mit ihrem Zwicker auf der Nase von dem Bracco klar berichtet. Der gepanzerten Made. Ich würde mir das ganz genau mal angucken. Bin ja sehr interessiert und sowas. Ich würfel erstmal eine Selbstbeherrschung, ob ich nicht ohnmächtig werde. Wie viel ist dir erschwert? Ich muss gerade mal schauen. Hat der Bracco klar Werte? 1W6 plus 2 ist die Erschwernis. 1W6 plus 2, okay. Also eine 6er Erschwernis. Das ist die Selbstbeherrschungsprobe um 6er Schwert, genau. Ja, ich bleib wach und schau mir das natürlich auch an. Anstelle des Kopfes besitzt das augenlose Wesen einen widerlich aufgerissenen Schlund, aus dem zahlreiche, einen Schritt lange, schleimige Tentakel schießen. Die ist tatsächlich ziemlich ansteckend. Seht ihr diesen Eiter hier? Er ist infiziert. Und so schneidet sie, lässt das Blut ab, fängt an mit irgendwelchen Feuerritualen und brennt dann Stellen aus, sodass Boltax nochmal 2W6 Schadenspunkte bekommt. Ja. Aber am Ende näht sie das Ganze wohl irgendwie zu, kauterisiert das Ganze und ihr seid euch sicher, der Bracco klar wurde exorziert. Oh. Hab vielen Dank. Dankeschön. Ich drücke immer so einen Beutel mit 50 Goldstücken in Hand. Das bleibt unter uns, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Übrigens, er wird auch Verderber des Eisens genannt oder auch Wächter des Eisens. Seid ihr irgendwo auf der schwarzen Feste herumgeklettert? Nein, ich war bei meinen Brüdern in den tiefen Zwergen und da muss ich wohl an so einem Nagel hängen geblieben sein. Ja, die sind ekelhaft. Ja, furchtbar, diese Nägel. Ah. Ich glaube, sie meinte die Zwerge. Ja, es sind halt keine richtigen Zwerge. Sie wischt sich nochmal das ganze Blut und den Eiter an ihrer Schürze vor sich ab und gibt ihr dann die Hände. Noch so ein bisschen kleben. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Hilfe. Mich auch. Nickt dann noch einmal Isarun zu. Isarun ist draußen geblieben. Dann nickt sie Abel mir zu. Wir schulden euch etwas. Sie hebt nur noch den Geldbeutel. Das passt schon. Ich nicke ihr zu. Dann kommt. Ja. Wollt ihr auf direktem Wege den anderen folgen und sie einholen? Das macht am meisten Sinn, oder? Ja.
Vielleicht, ich würde auf Boltax schon Balsam wirken, wenn es die Wunde verschließt und er nicht so behindert ist beim Gehen. Ja, kannst du natürlich machen. 10 Erlebnisse reichen, denke ich. Ja, das ist dann genau der Schaden, den ich eben genommen hatte. Perfekt. Genau, ab 7 wird dann auch nochmal eine Wunde verschlossen. Nach Romulus sind es 140 Meilen, grob. Und so könnt ihr die Reise antreten. Wenn ihr in Hardstain rastet, könnt ihr wieder auf die anderen treffen, die mit dem Gefangenen etwas langsamer vorankommen. Ihr hattet natürlich noch etwas, die Stunde, die euch da unten aufgehalten hattet, beziehungsweise etwas länger mit dem ganzen wehleidigen Boltax, der dann ja mehr Angst um sein Bein hatte. Und konntet ihr dann, wie gesagt, die anderen einholen, sodass ihr nach der nicht ganz der Hälfte, nach dem ersten Drittel der Reise in Hardstain auf die anderen trefft. Wie viele Tage sind das? Ich muss gerade mal rechnen. 140 geteilt durch 40 sind insgesamt 4 Tage, also würdet ihr nach 2 Tagen, nach einem Tag. Okay, also einmal regenerieren, genau. Für... Ja, so trefft ihr auf die anderen, die immer noch in Begleitung von dem Gefangenen, beziehungsweise nicht mehr Gefangenen, Alban unter Alatissen sind. Er hat auf dem Weg keine Probleme gemacht, hat sich die neue Kleidung übergeworfen und begleitet euch, ohne viel zu sprechen. Ah, Jalan, da seid ihr wieder. Habt ihr uns eingeholt? Gut. Nichts ist auf dem Weg vorgefallen. Wir sollten unsere Reise ohne Probleme fortsetzen können. Mhm. Boltax, den Göttern sei Dank. Geht es euch wieder gut? Ja, Abelmirs Bekanntschaft hat das wirklich formidabel gemacht. Es war doch nur ein niederer Dämon, der sich da eingenistet hatte. Seht ihr, die Schwarze Gilde ist kompetent in solchen Dingen. Das stimmt. Ja, ich bin mir sicher, mit dämonischen Krankheiten kennen sie sich gut aus. Ja, zum Glück. Sie haben geholfen und keine großen Fragen gestellt. Das war doch Ziel. Ich denke, ein Perrenne-Geweihter hätte nachgefragt, woher diese Wunde stammt und Schlimmeres eventuell. Wir hätten die ganze Sache gar nicht erst am Hals gehabt, hätten wir eine profanere Lösung bevorzugt. Ach, hat doch alles wunderbar geklappt. Doch. Geht es denn unserem Befreiten? Und er quatscht nicht sehr viel, er hält den Kopf unten, er macht, was er soll. Was weitergeht, haben wir in wenigen Tagen bei uns hin. Das ist gut. Ihn geknebelt oder ihm... Warum sollten wir das tun? Ich weiß ja nicht. Warum sollten wir das tun, genau. Ihr hattet das doch diskutiert. Und wir haben gar nichts diskutiert. Jemand hat es in den Raum geworfen und es wurde sofort hinfortgewischt. Gut, ich wollte ja nur nachfragen. Es reicht schon, dass wir uns nicht im Namen der Kaiserin bei ihm entschuldigen können. Was hat sich in der Zeit, in der ich im Gefängnis war, eigentlich getan? Nun, Anzehn von Raben wurde einmal quer durch die gesamte Mark gezogen und hat die Treumauer genommen. Er tut, was der Anzehn ebenso tut. Kompetent sein, Probleme lösen. Nun, er hat offenbar auch Galles von den Nekromanten befreit und ist jetzt auf dem Weg nach Süden. Das heißt, wir werden ihm entgegenkommen. Isolde, ich muss mich tatsächlich noch einmal bei euch entschuldigen für mein falsches Spiel. Ich wurde gezwungen von Anson dem Jüngeren. Es ist nicht ritterlich. Das stimmt. Ihr habt euch selbst entehrt. Redet weiter. Ich nehme eure Entschuldigung an. Danke. Ich hoffe, dass ihr in Zukunft besseres Betragen an den Tag legt. Wenn Anson der Ältere wieder zurück ist, natürlich. Ich bin ihm verpflichtet. Macht der Herrenwanderer keine Schande mehr. Und wird es euch ja sicherlich freuen zu hören, dass Anzmin der Ältere mit uns gegen den Schwarzen Drachen ziehen wird. Und damit dann wohl auch ihr. So werde ich dies tun. Bei uns Zwergen hat man ein Sprichwort. Wenn man einen Drachen tötet, ist man ein sehr ehrbarer Zwerg. Wenn ihr den Drachen tötet, naja, wäre schon fein. Ich konnte mir bisher nur einige Ogre auf die Lanze schreiben. Das ist auch nicht schlecht, aber ein Drache ist schon besser. Ich gebe mein Bestes. Die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht.
Und Anson hat direkt nach mir gefragt? Oder warum habt ihr diesen Ausbruch so geplant? Kann auch sicherlich nicht im Sinne der Kaiserin gewesen sein. Eure Rückgabe war die direkte Bedingung für seine Unterstützung gegen den Drachen. Anson ist erbe. Ihr könnt euch geehrt fühlen. Werde ich auch. Und wie fandet ihr es, Simo so nah zu sein? Ich sitze lieber auf einem Pferd und reite davon, als dass ich durch die Erde gezogen werde. Ich kann so glücklich schätzen, dass ihr euch nicht auch eine solche Krankheit angefangen habt. Krankheit habe ich mir angefangen, weil ich auf einen Haufen Unrat geklettert bin. Eine schöne Lanze habt ihr da, Greifenmund. Danke. Von Meister Hahn selbst gefertigt. Sieht mir nach zwergischer Verarbeitung aus. Genau, Meisterhand hat er ja gesagt. Ich werde nicht weiter fragen. Aha. Hat sie einen Namen? Finsterfang. Finsterfang. Alvan, habt ihr denn noch irgendwelche Fragen an uns? Ich meine, wenn wir schon so nett zusammen reiten. Nun, tatsächlich nicht. Ich werde Anson fragen, was so passiert ist. Und wie wir den Drachen stellen. Aber er kam auch bisher ohne mich zurecht. Wir haben gute Pläne. Wir werden den Drachen vernichten. Gut, gut. Also gut, lasst uns reiten. Ich bin müde und möchte ankommen.